Leute, bevor das Video hier startet, wollte ich mich herzlich beim Fabio Limbecher und dem Motorrad Speer für die Leihgabe dieses wunderschönen Motorrades bedanken. Also, wenn ihr irgendein Motorrad braucht, neu, gebraucht oder sonst wie, oder euch allgemein für Motorräder interessiert, schaut doch mal gerne bei denen vorbei. Alle Links sind unten in der Beschreibung. Servus Leute, willkommen zum heutigen Motovlog. Heute soll es ums Topspeed-Fahren gehen. Ah, jetzt ballert meine Musik, das ist... Ich mach sie mal leiser. Perfekt. Alles klar, Manu ist direkt hinter mir mit seiner FMX. Das ist jetzt ein richtig, richtig unfaires Duell. Ich sag's euch. Wir fahren jetzt auf die Autobahn beim Stuttgarter Flughafen bzw. Filderstadt Flughafen. Auf jeden Fall der Flughafen von Stuttgart. Da fahren wir auf, da gibt es direkt ein Unbeschränktzeichen und dann zeige ich euch mal, was das kleine Schätzchen hier läuft. Ich habe schon im Vorhinein ausprobiert, aber da das am Freitag den 13. war, ich bin nicht abergläubisch, aber da ist mein Mikrofon einfach weg. Also das Mikrofon hat sich komplett verabschiedet, hat übersteuert, hat geknackt, das wollte ich euch ehrlich nicht antun und ja. Leute, ihr seht Unbeschränktzeichen da vorne. Lassen wir uns mal fallen auf 100 km/h für ein 100-200 und go! Ja, deswegen fahren wir hier das kurze Stück beschränkt. Werde ich abgezogen von FMX. Der hält's durch, wenn er nur wüsste, dass vorne Blitze auf ihn warten. Ne? Naja, ist egal, das Kennzeichen ist ja hinten bei ihm, passt. Ai, ai, ai. Also Leute, ich bin so gespannt bei dieser Sound von dieser Maschine. Ich kann es euch mal zeigen. Ne? Dritter Gang, zweiter. Ei! Schiebt die vorwärts und macht die ein Inferno vom Sound. Oh, unbeschränkt, wir sehen's. Ey, das wird geil. Ey, da habe ich jetzt Bock drauf. Mal schauen. Lassen wir uns mal auf 100 km/h abfallen. Zweiter Gang. Aus dem dritten Gang beschleunigt. 200. 212. 20 und elektronisch abgeriegelt. Macht die eine Laune, die Maschine. Und alles in der mittleren Spur. Wir haben Samstag, ist es einfach wenig los. Wir probieren es nochmal aus 100 km/h. 110 waren es. 100. Ey, sorry Leute, es macht einfach Spaß, dieser Durchzug. Egal welcher Gang, probieren wir es mal im dritten. Sie schreit und marschiert, dass es eine wahre Freude ist. Eieieiei. Gehen wir mal in die rechte Spur. Wir sollten mal auf Manu warten. Ey Leute. Ich weiß echt nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ein absoluter, absoluter Traum, diese Maschine. Wie die nach vorne marschiert, das ist ehrlich nicht mehr feierlich, Leute. Das ist jenseits von Gut und Böse. Mir macht diese Maschine einfach so viel Freude. Und wenn man es jetzt mal sieht, bei 110 km/h, völlig egal welcher Gang, wir können durchladen, es ist immer mehr als genug Punch da. Jetzt 107, Vollgas im 6. Und sie marschiert, also wirklich, sie marschiert ordentlich. Also diese Übersetzung, ein absoluter Traum, diese Maschine vom Topspeed her. Ich würde jetzt am liebsten noch ein bisschen länger durchheizen, aber ich fahre mit Manu jetzt die nächste raus. Es war nur ein kurzer Test für euch, dass ihr mal ein 100-200 seht. Ich würde ja auch 0 auf 200 machen, aber das ist komplett
geistesgestört bei dieser Maschine. Die hebt ab, also ich kann es euch zeigen. So viele haben mich gefragt, welcher Gang, welche Geschwindigkeit macht den Wheelie. Egal welche Geschwindigkeit, man sieht es, egal welche Geschwindigkeit, sie hebt so vehement das Vorderrad rein übers Gas, also mit der Kupplung im dritten, bei 120 fatzen lassen, und sie hebt genauso das Vorderrad. Also ein Wahnsinn, dieses Triebwerk, egal welche Geschwindigkeit, egal welcher Gang, und sie schreit einen so, so dolle an, das ist ein Wahnsinn. Auch im ersten, ne? Man sieht, also sie hebt direkt das Vorderrad, schreit einen an. Man kann so entspannt fahren. Ich habe jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 5 Litern normal sportlich gefahren. Also ich misshandle das Bike nicht. So das, was ihr auf meinen Videos seht, mit diesen Autobahn-Vollgas-Fahren, so, das sind nur ganz, ganz kurze Etappen, um es mal zu zeigen auf Video und so. Aber mit irgendwas anderem hat es rein gar nichts zu tun. Also ehrlich, Leute, das hier ist und bleibt eine Ausnahme für mich, mal Autobahn ballern oder so. Ja. Und wie findest du den Topspeed? Wie findest du den Topspeed? Geil. Geil? Ich fand's auch geil, dass du mich überholt hast. Tut mir leid für die Musik. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Lauter statt leiser. Nicht, weil das kann ich. Ja, also ich spüre keinerlei Unruhe im Fahrwerk. Ich weiß jetzt nicht, wieso sie elektronisch abgeriegelt haben. Ich kann es mir gut vorstellen, aufgrund der Tatsache, dass sie so einen breiten Lenker hat. Wenn es Lenkerflattern anfängt, dann ist es extrem schwer abzufangen, meiner Meinung nach. Glaube ich jetzt mal zumindest, dass der Grund ist, dass das der Grund ist. Das sind zwei kleine Kinder, die ganz vorne im Bus hocken. Ja, richtig niedlich. Eieiei. Nee, wirklich. Es fährt sich sagenhaft, dieses Motorrad, vom Topspeed her. Auf der Landstraße, egal welcher Gang, Leute, ich sag's euch. Dieses Motorrad schiebt und schiebt und schiebt und schiebt. Klar, ich bin auch Tausender gefahren, die nochmal in einer anderen Dimension schieben. Aber ehrlich, wer sagt das hier? Hat keinen Punch, dieses Motorrad hier oder sonstiges, keine Ahnung, da ist man echt spoilt, es was weiß ich was, wie der Motor antritt, auch bei höheren Geschwindigkeiten, man merkt ihm gar nicht an, also wenn er in den Begrenzer läuft, dann schaut man nicht auf den Tacho, oh shit, ja, es geht ja echt nichts mehr vorwärts, sondern er schiebt und dann regelt es halt irgendwann elektronisch ab, weil es einfach elektronisch beschränkt ist, bestimmt aus fahrdynamischen Gründen oder sonst wie, wenn man sie entdrosselt, also die elektronische Drossel raushaut, Topspeed-Drossel, dann läuft die so 260 laut YouTube-Videos, und das glaube ich sofort. Also so wie die Vorpeitsch nochmal vehementer als eine Duke 97, die 10 PS extra, die spürt man echt im oberen Drehzahlbereich, und auch von der 100-200 Zeit merkt man die 10 PS. Jetzt nicht gravierend, aber man merkt sie schon, und dementsprechend glaube ich, wenn die Duke 97 so schnell auf 245 ist, dass die hier auf jeden Fall 260 packen könnte, und ist super souverän. Sie liegt so stabil, ich kann die Hand vom Lenker nehmen. Ich persönlich, das muss jeder für sich selber wissen, und ja, macht einfach Spaß. Jo. Dieses kleine Hüpfen, ey. Zum Thema Windschild beim Topspeed-Fahren, da wollte ich auch noch was gesagt haben. Viele Leute kritisieren ja den mangelnden Windschutz auf der MT09. Ich finde es absolut kein Problem. Ich persönlich bin gar kein Fan von Schildern, also Windschildern auf Naked Bikes, weil die halt bei mir, bei meiner Körpergröße von 1,84 einfach solche Verwirbelungen am Helm verursachen, dass ich einfach störende Luftgeräusche habe. Also die Lautstärke im Helm nimmt wirklich beträchtlich zu, und es liegt wirklich garantiert nicht an meinem Helm. Dasselbe auch bei Sportmaschinen, wenn ich in einem bestimmten Winkel drauf gucke, egal welcher Helm, da haben wir ein Problem. Eieiei. Nee, Leute, also zum Thema Windschild. Ich spüre hier absolut nichts Negatives vom Wind. Man sitzt einfach so angenehm, man kann die Hände vom Lenker nehmen. Es passt einfach alles. Also fürs schnelle Fahren, meiner Meinung nach,
Und ja, das ist halt meine subjektive Meinung, sieht vielleicht jemand anders, vielleicht mag auch jemand hier ein Windschild haben, aber wenn ich schon allein meine Hand hier hinhalte, habe ich solche Verwirbelungen am Helm, dass die Lautstärke in meinem Helm zunimmt. Und das Problem habe ich eigentlich generell bei vielen Modellen mit Windschild, deswegen muss man das eigens auf sich abstimmen. Ich möchte gar nicht sagen, dass ein Modell mit einem gescheiten Windschild nicht die Geräusche reduziert, aber bei vielen Naked Bikes, die ich bisher gefahren bin, haben sie sie eher erhöht als reduziert und das möchte ich einfach nicht haben, weil der Druck auf der Brust, der stört mich generell nicht bei hohen Geschwindigkeiten. Ich würde eigentlich so kerzengerade aufrecht mit 150 oder so in Urlaub fahren, so wie ich es mit der MT-07 auch gemacht habe. Das macht einfach Laune, dieses Motorrad kann einfach so viel. Lediglich ein kleines Detail, darauf müsstet ihr achten, ob euch vielleicht die Vibrationen in den Fußrasten zu arg werden und eure Füße von ab einschlafen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, ich bin sie jetzt nicht lang genug gefahren, um zu sagen, ob mein Fuß jetzt wirklich einschläft oder so, aber Vibrationen sind halt vorhanden. Das lässt sich bei Otto-Motoren einfach nicht vermeiden und ja. Ja. Eieiei. Jetzt peitscht er los. Alter, hört sich der FMX geil an. Kann man echt nichts sagen. Und der Sonnenuntergang ist mal wieder so herrlich. By the way, das Gebäude gefällt mir richtig, richtig gut. Also Architektur liegt den Leuten, die das Gebäude hier entworfen haben. Ich finde, es schaut echt futuristisch aus. Ist aber auch wieder eine Geschmackssache. Jetzt kommt eine geile Strecke zum Knieschleifen. Ich glaube nicht, dass jetzt Manu Knie schleift. Er hat gar keine Knieschleifer dran. Oh ja, möglich wär's. Eieiei. Wenn euch das kurze Topspeed-Video gefallen hat, dann lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich gleich nach dieser sagenhaften Kurve. Und Knieschleifen? Wollen wir Knieschleifen? Und wir haben Knie geschliffen. Eieiei. Ja gut, ich verabschiede mich. Ciao Leute, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal.